Der schöne Rechner zeigt kein Bild mehr. Wie man auf Fehlersuche geht, zeige ich euch jetzt und wie wir den Fehler beheben. Also bei dem Mainboard haben wir schon mal Debug-LEDs und da sehe ich schon, da leuchtet was orange und das gefällt mir schon mal nicht. Und bei genauerem Hinschauen sehen wir, dass es der RAM ist. So, als erstes schalten wir jetzt den Rechner natürlich wieder aus. Wir müssen den Knopf länger drücken, weil er will nicht aufgehen, logischerweise. So, bei so einem Fehler, das erste, was man macht, man nimmt einen RAM-Riegel raus. Zack, dann startet man den Rechner wieder. Und siehe da, wir haben gleich Glückstreffer gelandet. Der erste Riegel defekt. So, dann bauen wir mal neuen RAM ein. Hat man nicht beim ersten Mal ein Glück, dann tauscht man den Riegel aus, nimmt dann den anderen, macht den anderen rein, weil es ist absolut unwahrscheinlich, dass beide Riegel kaputt sind.